Du bist das Licht der Welt. Eine Stadt auf einem Hügel kann nicht versteckt werden. In diesem Sinne, hey ho und willkommen zu Cliff Empire, einer sehr originellen Städteaufbausimulation von Lion's Shade. Nach einem Atomkrieg im vergangenen Jahrzehnt ist die Oberfläche der Erde mit einer Schicht radioaktiven Nebels bedeckt. Tausende Menschen fanden Zuflucht auf einer Raumstation. Diejenigen, die zurückblieben, nutzten die Zeit, um künstliche Klippen zu bauen. Um zukünftigen Generationen die Chance zu geben, nach Hause zurückzukehren. Und damit wisst ihr jetzt auch schon Bescheid, ein bisschen was über die Story habt ihr erfahren. Ich werde mich jetzt hier im normalen Standardmodus mit den Grundeinstellungen, die hier so vorgegeben sind, versuchen. Und ich glaube, das wird ziemlich lustig, weil ich das alles wieder gnadenlos vor die Wand fahren werde. Denn Cliff Empire ist nicht so super einfach. Aber das werden wir jetzt schon sehen, Leute. Mehr brauche ich jetzt auch gar nicht zu erzählen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch viel Spaß. Ja, und so sieht die ganze Sache aus hier. Wir haben drei Klippen zur Verfügung, die wir uns jetzt allerdings auch noch etwas generieren können, so wie es mir am besten gefällt. Hier haben wir zum Beispiel einen großen See, in dem wir auch Fische fangen können. Ansonsten da noch ein Cliff. Wo ist denn das dritte Cliff? Ist das hier so miteinander verbunden oder wie? Ach so. Okay, ja, ihr seht auch schon gleich. Ihr wundert euch schon, ne? Aber es ist tatsächlich ein sehr begrenzter Platz. Ich würde doch vielleicht eher vorschlagen, wir nehmen sowas. Hier ist doch ganz gut. Das ist auch nicht so klein und das ist auch nicht so schlecht. Ich glaube, dieses Land nehmen wir einfach mal. Jetzt wollen wir auch nicht stundenlang weitersuchen. Es soll hier mal losgehen. Und was ich jetzt noch machen werde, ist dieses Tutorial hier zu überspringen. Allerdings, falls ihr euch für das Spiel irgendwie selber interessiert, empfehle ich euch dringend, dieses Tutorial möglicherweise sogar mehrfach durchzuarbeiten. Denn ja, das mache ich jetzt mal einfach, damit es schön schief geht. Ja, es ist doch relativ knifflig. Und das Tutorial ist allerdings auch sehr gut. Ich habe es mal durchgearbeitet und hoffe, ich habe noch die wichtigsten Sachen jetzt hier behalten. Gut, dann lass uns anfangen. Wir suchen uns mal hier so eine Startklippe. Vielleicht nehme ich die hier oben. Die ist schön groß. Hat sogar auch noch Wasser. Finde ich gar nicht so übel. Okay, dann werden wir jetzt anfangen, indem wir hier einfach die linke Maustaste drücken. Und uns mal hier ein bisschen umschauen. Wohnblock, Wohnkomplex, Haus, alle möglichen Sachen. Ich muss euch das jetzt nicht einzeln hier vorlesen. Wir werden das sowieso noch häufiger sehen. Was ich jetzt suche, ist vor allem, wo war es denn noch gleich? Ja, Strom kommt auch gleich dran. Hier, das Lagerhaus. Das Lagerhaus ist sehr wichtig. Das ist praktisch unser, ja, unser Zentrum, kann man sagen. Da wählen wir jetzt den Bauplatz. Ja, und das ist alles hier, ne? Ein Platz. Da seht ihr mal. Mal sehen. Und alles so ein bisschen im Science-Fiction-Look. Schauen wir uns alles noch genauer an. Ich denke, ich knall das jetzt hier einfach mal hin und dann seht ihr, kommt unser Raumschiff schon an. Ressourcen im Orbit sind begrenzt. So, so. Nutzen Sie die Weise, um eine Siedlung auf der Erde zu errichten. Ja, ich denke nicht, dass mir das gelingen wird mit dem Weise. Ich bin eher so ein Hauruck-Typ. Und ist ja auch egal. Weil Hauptsache, wir haben hier so ein bisschen Spaß. Und gucken wir uns das direkt mal so ein bisschen an. Ne? Also auch der Look von dem Spiel schon relativ einmalig oder originell. Als nächstes, jetzt muss ich gleich mal ein bisschen nachdenken. Ja, ich denke, jetzt ist als nächstes auch mal die Energieversorgung dran. Ich schaue hier schon mit so einem halben Auge. Denke mal, hier unten werden wir so die Energieversorgung aufbauen. Klicken wir da mal hin und suchen uns Energie. Und ja, am besten sind die Solarkraftanlagen am Anfang. Später werden wir auch Kernkraftwerk haben. Oh, das ist ganz interessant. Lass uns das mal bitte eben schauen. Hier oben auf diesem Informationsschalter sehen wir nämlich auch, was wir hier so für Vorkommen haben. Das ist, einiges ist noch nicht erforscht. Wir werden später also auch irgendwie so eine Uni bauen müssen, um forschen zu können. Schon sehr umfangreich. Sonnenschein 52%. Ja, ist jetzt das, wo wir mit leben müssen, sag ich mal. Das bedeutet, die Solarkraftanlagen erzeugen natürlich jetzt auch nur ungefähr die Hälfte, also 52%. Ne? Normalerweise 72% und da wir hier nur 52% Sonnenschein haben,
produzieren die natürlich auch nur die Hälfte, also 36 oder sowas. Und egal, müssen wir halt machen. Schauen wir mal, dass wir die hier so schön direkt so ein bisschen, ja, ruhig an die Kacheln halten. Meiner Erfahrung nach aus meinem kleinen Warmspieler im Tutorial, was allerdings relativ lang ist, das Tutorial. Aber daraus habe ich da schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Gut, da stehen jetzt, gehen wir mal näher ran, da sieht ihr auch, wie das funktioniert. Da stehen jetzt unsere Baustellen für die Solarkraftwerke. Und das sind unsere drei Drohnen, die wir haben. Die Drohnen bringen immer die Waren dahin, oder Baustoffe in diesem Fall. Hinterher transportieren sie auch unsere Waren hin und her. Also ihr seht, wir haben nur drei Stück im Moment. Das werden wir wohl auch irgendwann aufbauen müssen. Lalalala, schöne Musik auch, ne? So, ganz wichtig, nächste. Wir wollen die Energie auch speichern, und zwar in der Batterieladestation. Und eine Batterieladestation speichert überschüssige Batterien, behandelt und definiert, dass Strompegel genutzt werden. Genau, das ist das Interessante, wenn wir Energie gespeichert haben, wird die eben auch abgerufen, falls es mal zu Engpässen kommt. Ich denke mal, hier haben wir so schöne Ecken frei. Machen wir hier mal eine hin. Das muss man übrigens nicht unbedingt jetzt hier bauen, ne? Ich wollte jetzt nur ein wenig Struktur reinbringen, ein bisschen Ordnung. Ordnung muss sein, ne? Nee, also man kann die Dinger hinsetzen, wo man will. Wir müssen also keine Stromleitung legen oder Wasserleitung oder sowas. Sondern das ist ganz egal. Das ist hier irgendwie durch diese magische Klippe oder wie auch immer alles schon miteinander verbunden. So, und deswegen werde ich jetzt hier auch mal, apropos Wasser, gerade habe ich es erwähnt. Wasser ist unter Lebensmittel, genau. Wasserpumpwerk. Das reicht uns erstmal am Anfang. Hier oben seht ihr auch immer schon, wie viel Platz diese einzelnen Objekte benötigen, wie viele Kacheln. Das ist also auch interessant, damit man schon ein wenig beim Bauen aufpassen kann, also nicht jetzt hier einfach in die Mitte stellen oder so, dann wird das schief und krumm und passt nicht optimal dahin. Ich baue direkt mal zwei Stück davon, weil das ist zwar, wie ich im Tutorial gemerkt habe, etwas zu viel, aber Wasser kann man sehr gut handeln. Wir können also mit der Raumstation oben im Orbit Handel betreiben, ne? Und dadurch auch Geld verdienen, denn das Geld ist knapp. Es ist jetzt noch, wir sind hier auf der Kaskade. Ich kann aber eben durchklicken. Das ist der andere Block, das ist die Einheit, nennt sie sich. Ein bisschen weiter weg. So, und Obsidian nennt sich dieser Block hier. Die sind alle recht groß. Das finde ich gut. Kaskade ist erstmal unser Stammsitz hier. Und wir haben 10.000 jetzt noch. Aber das klingt viel mehr, als es ist. Auch Kredite und so ist sehr begrenzt. Wir können nur untereinander Kredite uns erteilen. Unter diesen drei Blocks, die im Grunde zusammenhängen, aber dennoch einzelne Städte sind im Grunde. Und ja, mehr Geld gibt es nicht, außer durch Handel. Ja, wir werden später diese Blöcke verbinden mit Brücken. Deswegen schaue ich gerade mal, wo ich denn so Brücken eventuell bauen könnte, ne? Also, ja, gut. Erstmal nehmen wir dann diesen Block, denke ich mal, dran. Da komme ich dann von hier aus so rüber. Dann halten wir diesen Bereich hier mal frei. Gut, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Was brauchen wir als nächstes? Auf jeden Fall eine Rohstoffmine, denn die fördert uns Rohstoffe, die wir zum Bau von Gebäuden und für die Produktion von Dingen benötigen. Also hier wird auch produziert, weil unsere Menschen, die hier irgendwann eintreffen und wohnen, die möchten auch gerne verwöhnt werden. Das schauen wir uns dann natürlich alles der Reihe nach an. Jetzt bauen wir erstmal eine. Das reicht vielleicht für den Anfang. Vielleicht nehmen wir die hier auf diesen Mittelteil, dass wir hier so ein bisschen so einen Industriebereich hinbauen. Denn auch das ist wichtig, dass wir, ja, dass diese Gebäude eben auch. Gucken noch mal eben rein. Ich klicke das mit mir mal an. Da sieht er. Das ist jetzt noch hier nicht aufgeführt, aber die Industriegebäude, wie das so üblich ist in so Städtebausimulationen, die verringern natürlich auch so ein bisschen die Schönheit der Stadt, und die Menschen fühlen sich dann nicht so glücklich, wenn die neben der, was weiß ich, Recyclinganlage oder so wohnen oder neben so einer Rohstoffmine. Deswegen müssen wir auch ordentlich Parks bauen und immer das versuchen auszugleichen. Gut, die ist auch schon fertig, die Rohstoffmine, und da wir schon Strom haben, wird die jetzt wahrscheinlich auch schon produzieren. Das seht ihr hier. Das ist wunderbar.
ach, hier fehlt doch noch ein bisschen, Bauarbeiten im Gange, ist doch noch nicht fertig, ja. Und ihr könnt da mal hier erkennen, dass diese Eisenbarren oder was auch immer wirklich weggehen wie warme Semmeln. Deswegen ist diese Rohstoffmine auch schon sehr wichtig, dass die schon mal wenigstens etwas Nachschub liefert. So, nun ist sie auch fertig und ihr fragt euch sicher, warum arbeitet sie denn nicht? Es passiert ja noch nichts, ne? Klar, wir haben noch keine Leute. Und das ist auch ein ganz wichtiges, natürlich für jede Stadt ganz wichtig, dass da auch Leute wohnen, logisch. Allerdings, das erkläre ich euch gleich mal, müssen wir hier unten sehr viel drauf achten. Und ihr seht zum Beispiel hier unten diese schöne grüne Zahl. Die ist sehr wichtig. Die soll uns auch nicht beunruhigen, die soll uns nur beruhigen, wenn da steht, dass so und so viele Leute die Stadt verlassen wollen. Dann ist auch was nicht in Ordnung. Aber solange Leute ankommen wollen, ist alles okay. Und ihr seht auch hier, wir haben 39 Arbeitsplätze zur Verfügung. Deswegen werden wir jetzt auch mal anfangen, hier irgendwelche Wohngebäude hinzubauen. Oder nehme ich gerne diese mittlere Wohnanlage. Da passen 26 Leute rein. Das heißt, wir können wahrscheinlich erstmal zwei Stück bauen, aber vielleicht auch erstmal langsam arbeiten, langsam vorgehen, ja? Uns das erstmal anschauen. Das ist, ich denke mal, sehr wichtig. Man ist ja doch wegen dieser relativ hoch erscheinenden Summe immer in Versuchung, mehr zu bauen, als es vielleicht am Anfang erforderlich ist, ne? Also ist jetzt nicht das Ziel, dass wir möglichst schnell die Arbeitsplätze füllen hier. Solange es Arbeitsplätze noch gibt, ist es gar nicht so schlimm. Es wird erst schlimm, wenn wir Arbeitslose haben. Also wenn wir Leute haben, die keine Arbeitsstelle finden. Denn dann müssen wir die aus unseren Steuergeldern durchfüttern. Ne? Ist ja klar, dass das dann sehr teuer wird. Und da machen wir Minus. Deswegen warten wir mal ruhig ein bisschen ab. Dann lassen wir uns schön Zeit. Könnt ihr mir hier schon mal angucken, wie man später vielleicht diese Wohnanlage hier baut. Ja, hier machen wir dann einfach so ein bisschen Wohnbereich mit einem Platz und einem Park. Schauen wir mal lieber, was wir noch in Angriff nehmen können. Am besten klicken wir dafür mal, weil ich das jetzt auch noch nicht so richtig auswendig kann hier. Klicken wir mal, oh, da ist gerade ein Ausruf an. Ah, so, da kann man jetzt auch zum letzten Ereignis springen. Das ist gut, da sehen wir, dass hier irgendwie Arbeiter sind noch nicht da, nee. Die Arbeiter, ach Mensch, das ist das Wichtigste. Seht ihr, ich wusste, irgendwas fehlt mir doch jetzt. Das ist diese Landeplattform. Wenigstens habe ich sie jetzt mit dem ersten Klick auch schon hier erreicht. Ohne die Landeplattform kommen hier keine Menschen an, ne? Denn die Menschen wohnen ja jetzt noch in der komischen Raumstation da oben, ne? Hier steht es auch schön auf der Landeplattform-Raumstation ein. Um mehr Siedler zu erhalten, ist freier Wohnraum erforderlich. Kapsel fast 15 Personen kommen jeweils an. Okay, und dann werden wir mal schnell die Landeplattform dahin bauen. Kleiner Fauxpas am Anfang. Aber die können ja sowieso ja noch nicht wohnen. Muss erstmal das Gebäude fertig werden. Ich kann euch das noch erklären, falls ihr mich noch nicht so kennt. Ich spiele sehr gerne auf, oder eigentlich fast ausschließlich, sage ich mal, immer auf der Grundgeschwindigkeit, wenn ich solche Simulationen hier angehe. Außerdem hat das Spiel gerade aus irgendeinem Grunde pausiert. Wahrscheinlich habe ich hier im Eifer des Gefechts auf die falsche Taste gehauen. Egal, ich spiele jedenfalls sehr gerne hier auf der Grundgeschwindigkeit. Aber das können wir natürlich hier auch mal etwas beschleunigen. Wie gesagt, mache ich nicht so gerne. Allerdings glaube ich, dass es hier häufig der Fall sein wird in diesem Spiel. Denn es ist ein wirklicher Zeitfresser. Also es vergehen hier wirklich die Stunden und Stunden und es passiert gefühlt irgendwie nichts. Deswegen ist, denke ich mal, die Zeitbeschleunigung wirklich angesagt. Ach, und da haben wir auch unsere Plattform fertig. Und jetzt sollte auch schon bald... Oh, da kommt sie. Machen wir mal eben schnell wieder auf die normale Geschwindigkeit, damit das cool aussieht. So. So, da ist ja die Rakete gelandet und die ersten Leute sollten eigentlich jetzt hier gleich einziehen und da seht ihr auch hier die vielen Anzeigen. Die sind offenbar noch nicht drin, aber wir hätten 26 Wohnungen zur Verfügung, es sind ja erstmal 15 angekommen. Es wollen immer noch ein paar einziehen. Die Stadt wird also schon mal ganz gut angenommen, aber das muss jetzt erstmal nichts heißen. So, und dann sind sie eingezogen und haben 38 Leute haben, also 38% der Leute haben auch schon eine Arbeitsstelle gefunden.
Wobei, ja, wir kriegen jetzt hier auch schon die Warnung, sie haben nicht genug freien Wohnraum für diejenigen, die sich niederlassen wollen. Das sind, wie gesagt, das sind nur so kleine Hinweise eher. Das ist, versteht sich nicht als richtig gefährliche Warnung. Ich denke mal, wir sollten ruhig jetzt nochmal ein Wohngebäude bauen. Und ja, wenn ich hier pleite gehe oder so, egal. Fangen wir auf der nächsten Klippe an, da haben wir ja noch Geld zur Verfügung. Ja, aber ich glaube, ich mache mal eben die Musik etwas leiser. Ich komme mir sehr laut vor. Ich sehe, dass ich auch meinen Anzeigen. Ihr seht, wie leise das schon eingestellt ist. Aber wie ist das denn erstmal, wenn ich das voll aufdrehe? Ach du meine Güte. Ja, okay. Soundmastering in Games, das ist immer so ein Problem. Daran wird immer geschludert. Okay. Ich denke, so sollte es aber funktionieren. Und ich fange auch schon mal mit Verschönerungsmaßnahmen an. Vielleicht, ja. Wie setzen wir das hier hin? Da passen zwei hier. Vielleicht würde hier noch ein kleiner Garten hinpassen. Dann können wir hier noch mehr von diesen Hochhäusern bauen. Diese Gebäude sind übrigens auch alle erweiterungsfähig. Also das ist jetzt noch lange nicht Ende der Fahnenstange. Ah, vielleicht schenke ich mir den Garten noch. Ich weiß ja jetzt noch nicht so, wie der hinpasst. Ja, ich habe Sorgen, ne? Ich kümmere mich schon wieder hier um die Schönheit und sonst was. Oh, die Rakete fliegt weg. Sollte man lieber gucken, was wir jetzt noch unbedingt brauchen, was als nächstes dran ist. Ja, und da ich keinen Plan habe, schauen wir nochmal schön ins Menü. Ist ja auch für euch interessant, da könnt ihr mal sehen, was es alles noch Schönes gibt. Fußgängerzonen, ach du meine Güte. Was haben wir hier? Häuser eigentlich nur. Busstation. Irgendwelche Bahnen. Okay. Und dann haben wir hier, ja genau, natürlich. Wir brauchen natürlich was zu futtern, das ist klar, ne? Machen wir erstmal hier oben ein Feld hin und schauen uns mal an, wie viel das so produziert, ob wir damit auskommen. Erstmal wäre wahrscheinlich auch interessant, etwas mehr zu produzieren, als erforderlich ist, damit wir das auch wieder verkaufen können. Ich denke, wir sollten uns wirklich früh darum kümmern, irgendwie zu handeln. Werfen wir mal einen Blick hier unten auf diese ganzen Anzeigen. Das sind also die Anzeigen, ja, unserer Bedürfnisse, sag ich mal. Ihr seht, das ist ja alles okay. Energie und Ökologie, das ist das, was ich mit der Schönheit vorhin meinte. Ja, die Umweltbedingungen und so, die das hier erstmal lebenswert machen. Energie und Wartung. Wartung, richtig, Wartung. Gut, seht ihr, man muss da nur mal reingucken. Dann kommt man schon alleine drauf. Kühllagerung, Megabohrer, cool, Flughafen, Handelsportal, das ist auch bald dran. Und ein Kühllager. Kühllager ist auch nicht schlecht. Wartungszentrum, das suche ich nämlich, weil hier auch, das ist praktisch unsere Feuerwehr, ja, ganz wichtig. Bauen wir das mal hier so neben, sieht bestimmt cool aus. Das ist super wichtig, hier brechen auch Feuer aus unter Umständen. Und wenn wir hier kein Wartungszentrum haben, ja, dann brennt uns alles ab. Dann können wir das eigentlich vergessen. Ist mir einmal passiert und hatte ich irgendwie auch keine Chance, da ich auch gerade nichts neu bauen konnte, wegen Knappheit an Rohstoffen und so. Damit müsst ihr halt rechnen in Cliff Empire, weil, ich habe es euch gesagt, es ist nicht so ganz ohne, falls ihr es selber spielen wollt. Das ist ganz normal. Ein paar Versuche. Ja, und dann geht man immer so mit der Maus ein bisschen auf das Fundament. Und dann öffnet sich dieses ganze Infofenster hier, Wartungszentrum. Da könnt ihr auch immer nochmal nachlesen, was es macht. Ladevorrichtung, schnelle Wasserbetankung von Feuerwehrdrohnen. Seht ihr, auf dem Dach sitzen jetzt auch zwei Feuerwehrdrohnen. Das ist nicht schlecht. 8 Arbeiter würde das zum Beispiel... Ne, 10 Arbeiter sogar. Wir haben 8 jetzt erstmal hingeschickt. Ich weiß nicht, ob die Leute hier auch noch bestimmte Qualifikationen benötigen. Obwohl, ja, wir haben einfach nicht genügend Leute... Richtig. Okay, cool, das ist sehr schön. Eine schöne Sache muss ich euch noch zeigen. Das ist nämlich hier das. Wir haben auch die Möglichkeit, in der First-Person-Kamera hier lang zu laufen und das Ganze mal anzuschauen. Und wenn ich U drücke, dann verschwindet auch unser UI und man kann wunderschöne Screenshots machen hier von denen. Ah, das ist ja super schön. Das erinnert mich direkt mal wieder ein bisschen an Satisfactory. Und da sehen wir aber auch schon, dass wir eine Quest erhalten. Verkaufe Motoren, 10 Stück in 21, 22 Minuten. Oh mein Gott, da muss ich mir aber jetzt reinhauen. Du liebe Zeit, was brauchen wir denn dafür überhaupt? Ich gehe erstmal wieder hier raus. Kinder, ja, aber das schaffen wir heute sowieso nicht mehr. Ich würde sagen, in der zweiten Folge geht's weiter. Ich hoffe, es hat euch erstmal Spaß gemacht. Das Spiel sieht interessant aus, wie ich finde. Wenn ihr es genauso seht, schreibt mir Kommentare, hinterlasst mir ein Like. All diese Sachen, ihr wisst ja, wie das geht.
Ich hau es mal rein. Ich bin gerade etwas nervös, weil ich jetzt nur so wenig Zeit habe. Das kommt mir sehr wenig vor. Gut, ich habe auch noch keine Fabrik und so. Na, ich versuch's trotzdem. Ihr kennt mich ja, ne? Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Bleibt sauber, habt noch viel Spaß und lasst euch ja keine Angst einjagen.